Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ja, im heutigen Thema Wissen, da geht es um das Unternehmens-WG. Das ist eine technische Möglichkeit, wie man eine gute Möglichkeit schafft, letztendlich das Wissen einerseits ja verfügbar zu machen, aber andererseits auch überhaupt mal aus den Köpfen der Mitarbeitern rauszubekommen. Diese Technik ist uns ja allen von Wikipedia wohl bekannt. Auch das funktioniert so dann in Unternehmen. Jeder Mitarbeiter kann Informationen einstellen. Jeder andere Mitarbeiter kann auf diese Informationen zugreifen. Aber auch da muss man einige Dinge bedenken. Und was das ist, erzähle ich Ihnen gleich. Ja, im letzten Video hatte ich es ja schon genannt, eine Möglichkeit, das Wissen ja, zu dokumentieren und weiterzugeben, wären Unternehmens-WGs. Und da möchte ich heute nochmal detaillierter darauf eingehen. Diese Wiki-Technik einfach, die ist im Unternehmen einsetzbar. Das ist gar nicht so schwer, das einzurichten. Und Ziel ist es letztendlich, das Wissen zu verwalten und zu verbreiten. Die Software, die man dafür braucht, ist sogar kostenlos. Und es gibt letztendlich keine großen Einarbeitungs- und Schulungszeiten. Jeder kennt Wikipedia, also das Medium an sich ist ja bekannt. Und jetzt zu lernen, wie man dort einen Artikel einstellt oder kommentiert oder so etwas, das ist wirklich nicht so schwer. Bei der Einführung sollten Sie sich aber beraten lassen, um letztendlich Anfängerfehler zu vermeiden. Sonst verbraten Sie letztendlich viel Zeit mit der Einrichtung des Wikis und haben vielleicht auch schon viele Informationen abgespeichert und kommen dann darauf, es nochmal neu strukturieren zu müssen, nochmal neu aufsetzen zu müssen. Das wäre sehr schade, wenn Sie diese Zeit, und die letztendlich ja auch Geld kostet, so verbraten, ne? Ja, wie geht es? Mitarbeiter tragen Wissenswertes ein in so ein WG und andere Mitarbeiter können das Wissen halt abrufen. Die Einträge können von jedem geändert oder auch ergänzt werden. Das finde ich eine ganz schöne Sache. Und die Informationen werden nicht erst von einer Instanz geprüft und dann veröffentlicht. Das ist so der Grundgedanke eines Wikis. Das ist also anders als im Intranet, wo erstmal Informationen geprüft werden und dann brauche ich Spezialisten, die diese Informationen dort im Intranet letztendlich veröffentlichen. Ne? Aber die technische Realisierung eines Wikis garantiert nicht den Erfolg. Wichtig bleibt auch bei Unternehmenswikis eine Vertrauenskultur. Ich habe es mal erlebt bei einem Kunden von mir, da ist dieses ganze Projekt des Wikis gescheitert, weil man letztendlich den Mitarbeitern nicht vertraut hat. Und es wurde so weit getrieben, dass sogar letztendlich noch nicht mal jeder Informationen einstellen durfte. Es gab immer eine Instanz, die dann das auch nochmal geprüft hat, dass das dann auch alles richtig ist, was da reingeschrieben wurde. Und weil man dann den Mitarbeitern auch nicht vertraut hat, die diese Informationen lesen sollten, die davon profitieren sollten, weil man nicht Angst hatte, dass die mit dem Wissen dann zum Wettbewerber gehen, hat man diesen Mitarbeitern, die für die eigentlich die Informationen gedacht waren, auch keinen Zugriff mehr auf das Wiki gegeben. Und damit ist das ganze Ding gescheitert. Also eine Vertrauenskultur brauchen Sie, sonst können Sie das ganze Projekt von vornherein vergessen. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Melden Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Effizienz und Produktivität im Büro. Dazu einfach hier rechts klicken und Sie erhalten das E-Book sofort in Ihren Posteingang.